Peter, ich darf dich bitten, ein Statement zum Spiel abzugeben und dann eure Fragen, bitte. Bitte, Peter. Ja, es ist natürlich bitter, dass du das Spiel hier so klar mit 0-4 verlierst. Es fällt mir schwer, ganz einfach, weil ich weiß, bei welchem Verein ich bin und was wir für Ansprüche haben. Ich muss trotzdem sagen, ich finde die 70 Minuten, die wir gespielt haben, bis zum Ausschluss, die waren vollkommen in Ordnung. Wir haben eine spielfreudige Truppe gesehen, die sich gewehrt hat. Wir haben zu Beginn ein bisschen Probleme gehabt mit zweiten Bällen, da haben wir uns dann im Zentrum besser darauf eingestellt. Wir haben dann vor allem auch nach der Pause Spielverlagerung, wir haben Druck aufgenommen, wir haben die Situation angenommen gegen eine Mannschaft, wo wir wissen, wenn sie in Führung sind, ist es in der Phase, wo sie jetzt stehen, schwer. Das war alles soweit okay. Aber es ist halt dann auch zu sehen, dass wir eben nach dem Ausschluss und nach so Situationen, die man nicht durchplanen kann, noch nicht so stabil sind, dass sie dann was selbst reguliert und dann wird es natürlich offener und offener und die Abläufe passen dann nicht mehr so. Das 2-0 gleich noch der roten Karte war natürlich, dann der Deckel drauf, dann ist der Mut auch verloren gegangen und dann geht es im 4-0 aus. Ist bitter hier, aber es war nicht, oder wir haben zumindest Sachen von dem gesehen, die wir eigentlich gern sehen wollten. Natürlich nicht das Ergebnis, das ist auch klar. Dankeschön, Peter. Für Fragen bitte Handzeichen und Ralf kommt mit dem Mikro. Peter Klöbel, Kronenzeitung beginnt. Peter, geht das Ganze jetzt schon langsam auf die Psyche auch bei den Spielern, weil irgendwie hat man das Gefühl gehabt, sie knicken dann ein bisschen. Zusatzfrage gleich, ja. Für dich war das Foul auch ein Zeichen der Unsicherheit oder blöd einfach oder wirst du das Foul gesehen? Also erstens einmal ist es klar, dass die Mannschaft so wie die Struktur in der Truppe ist, jetzt nicht eine Mannschaft ist, die alles selbst regulieren kann, wenn außergewöhnliche Dinge passieren. Also dazu haben die halt auch noch zu wenig Bundesliga-Erfahrung gehabt. Das wird in einem Jahr oder in zwei dann einmal ganz eine andere Situation sein, sollte die Mannschaft so präsentieren, das ist ja klar. Deswegen, das überrascht mich nicht, das ist ein Lernprozess. Das Zweite, das Foul, er muss da jetzt nicht zwingend nachrutschen, aber er war weit davon entfernt, ihn wirklich zu verletzen, sage ich auch ganz klar. Aber die Regel, möglicherweise gibt es das her, aber er war also im Hinten angekommen. Ja, es ist halt ich sage jetzt auch nicht, dass es eine Fehlentscheidung ist, aber Janschau hat es schon ganz geschickt gemacht, hat es auch geschickt gemacht die erste Halbzeit, schon bei der gelben Karte bei Nils Hahn. Ein bisschen was Abgebrühtes, nicht was Unsportliches, was Abgebrühtes in der Form würde unserem Spiel auch ganz gut tun, muss man ganz einfach sagen. Alex Strecher, Kurier, bitte. Irgendwie passt das Ganze momentan zur Situation eben. Da spielt sie 60 Minuten eigentlich einmal einen doch verbesserten Fußball. Ja. Wie schwierig ist es jetzt eben, diese positiven Sachen nach einem 0-4 mitzunehmen und zu vermitteln? Klingt ja irgendwie blöd auch, ne? Also ja, 0-4 ja, klar. Und klar. Trotzdem was Positives vermitteln. Nein, wir sind ja, also ich würde sagen, wir sind ja in einer, also vor allem was den Fußball betrifft, wir sind ja, oder was den Verein betrifft, wir sind in einer realistischen Zeit angekommen. Das heißt, wir stellen uns auch dieser Situation realistisch und da wissen wir, wie Sachen eben funktionieren und was okay war, das werden wir Ihnen auch sagen, das haben wir auch im Kreis gesagt. Und wir haben Ihnen aber auch mitgegeben, was eben dann der Unterschied ist zu dem, dass das halt dann am Ende dann ein 0-4 wird und warum so passieren kann. Eine Standardsituation, leichtfertig, nicht mitgehen, obwohl alles von außen noch gecoacht wird. Da gibt es jetzt auch keine Einzelvorwürfe. Aber ich sage nur, in dem Bereich müssen Sie sich halt adaptieren. Da geht es ans Eingemachte. Das ist Hochleistungssport, das ist Profigeschäft. Da geht es um kurze Sequenzen, wo du da sein musst. Da musst du aktiv sein. Da sind wir bei der Standard nicht aktiv. Dann kriegen wir vielleicht eine unnötige, unglückliche rote Karte. Dann kriegst du ein drittes Tor, wo jemand in drei
Pressschläge kommen muss und eigentlich gar keinen hat. Das sind so Sachen, das geht auf dem Level dann halt nicht und dann darfst du dich auch nicht wundern, dass du nicht in eine Stabilität reinkommst. Das hat nichts mit Qualität zu tun, das hat nichts mit Jugend zu tun, das hat mit dem zu tun, dass ich mich dieser Aufgabe stellen möchte und das müssen sie ganz einfach lernen. Und ja, sage ich noch einmal, die Zeit von mir kriegen sie, wahrscheinlich mehr als von jedem anderen, weil ich auch Verständnis für manche Sachen habe, aber sie müssen diese Entwicklungsphase durchgehen und für uns am liebsten so schnell wie möglich aus diesen Situationen halt lernen. Und die Qualität ist es dann, auf einen sehr langen Zeitraum und über lange Phase dann auch umzusetzen. Das ist dann Qualität. Alles andere ist Talent und ist spannend und dein Talent und die Konsequenz zu zeigen, Woche für Woche, das ist dann die große Kunst. Ne? Und da haben sie natürlich noch einiges zu tun, aber da werden wir sie weiter begleiten. Gut, alles beantwortet? Peter Glöbel ja. Nochmal, ja, Kronenzeitung, gerne. Kann ich nicht sagen. Nein, aber eine schaust du im Moment auf die Tabelle? Ich meine, man muss ja auch drauf schauen. Es ist so schön, wenn man sagt, man entwickelt sich, aber die Tabelle ist ja dann hart. Ich sehe jetzt im Moment noch nicht eine andere Alternative. Ne? Also ich muss mir der Situation stellen, wie sie heute ist. Das ist jetzt dann, wir haben es uns anders erhofft von der Punktesituation, aber dass das natürlich eine Challenge wird, das war uns allen schon sehr wohl bewusst. Ne? Also da sind wir keine Traumtänzer. Aber ich muss noch einmal sagen, es sind hier bei diesem Verein und in dieser Mannschaft sehr, sehr viele Spieler, für die es sich lohnt, denen auch die Mauer zu machen, die Wand zu machen, weil sie schon Potenzial haben, dass sie hier wirklich gute Bundesligaspieler werden können. Ne? Und vielleicht ist zu dem Zeitpunkt für die jetzt gerade einmal richtig, dass ich da bin und ein bisschen was aufnehme an der Kritik und an dem Ganzen rundherum und ihnen das, sage ich mal, realistisch weitergebe, was ich glaube, was sie brauchen, um weiterzukommen. Gut, dann Dankeschön, schönen Abend und gute Heimfahrt. Okay.